Hallo, herzlich willkommen bei Fuchs und Co. Schön, dass Sie bei uns sind. Medizin in Deutschland, da ist man irgendwie beruhigt. Es gibt eine hervorragende Infrastruktur, tolle Kliniken, super Medikamente. Zeigt sich daran, wenn man im Urlaub krank ist, dann möchte man wieder nach Hause, um sich dort operieren zu lassen. Aber es gibt einen Punkt, der macht mich skeptisch. Das sind die Operationen im Jahr 2005. 12,1 Millionen, eine Menge. Aber schauen Sie mal, es gibt einen bemerkenswerten Anstieg. 2014 sind es 16,2 Millionen, also ein Anstieg von fast einem Drittel. Nun, es gibt noch eine zweite Tatsache, die mich skeptisch macht. Denn nicht überall in Deutschland wird gleichermaßen häufig operiert. Operationssaal 4 der Orthopädie in Dresden. Eine Hüftgelenks-OP steht auf dem Plan. Ein großer Eingriff, der 1,5 Stunden dauern wird. Aber ist diese OP auch tatsächlich die beste Therapie, die der Patient bekommen kann? Wie eindeutig sind die Entscheidungskriterien? Und wäre er auch operiert worden, wenn er zu einem anderen Arzt gegangen wäre? Vergleicht man die Zahl der Hüftoperationen deutschlandweit, kommt man zu einem überraschenden Ergebnis. In einigen Landkreisen bekommen die Einwohner häufiger ein neues Hüftgelenk als in anderen. Deutlich häufiger. Beim künstlichen Kniegelenkersatz, beim künstlichen Hüftgelenkersatz, auch in anderen Bereichen, Wirbelsäulenoperationen und andere Eingriffe am Bewegungsapparat, dort haben wir gesehen, dass Unterschiede in einer Häufigkeit bis etwa um das Zwei- und Dreifache aufzuweisen sind, wenn man bestimmte Kreise oder bestimmte Länder gegeneinander vergleicht. Wie kann das sein? Leiden in einigen Landkreisen die Menschen öfter an Verschleißerscheinungen? Und ist dort deshalb der Einsatz eines künstlichen Gelenks häufiger notwendig? Wir haben auch danach geguckt. Zum einen ist aus anderen Untersuchungen nicht anzunehmen, dass die Häufigkeit von Abnutzungserscheinungen in Deutschland sehr große Unterschiede aufweist. Trotzdem setzen Chirurgen unterschiedlich häufig ein künstliches Gelenk ein. Wird in einigen Regionen zu viel und zu schnell operiert oder vielleicht in anderen zu wenig? Beispielsweise bekommen in Berlin im Schnitt 12 von 10.000 Einwohnern ein künstliches Hüftgelenk. In Niedersachsen sind es aber 17, also ein Drittel mehr. Auch beim künstlichen Kniegelenksersatz geben die Zahlen Rätsel auf. Wie kommt es, dass in Rostock dieser Eingriff bei genau 15 von 10.000 Einwohnern, im bayerischen Kreis Schwandorf aber bei doppelt so vielen vorgenommen wird? Sind die Menschen in Schwandorf einfach besser medizinisch versorgt? Aus Untersuchungen im Ausland beispielsweise weiß man, dass nicht allein das Angebot an Krankenhäusern und die Versicherung eine Rolle spielt, sondern dass das Gesundheitsverhalten in unterschiedlichen Bevölkerungsschichten auch mit der Einkommenssituation zusammenhängt. Das heißt, Menschen, die in einem unabhängigeren finanziellen Bereich leben, haben möglicherweise auch ein höheres Interesse an eigener Information über Gesundheitsleistungen, holen sich selbst viele Informationen, nehmen in den Medien und aus anderen Bereichen Informationen zur Gesundheitsversorgung raus und nehmen sie dann möglicherweise auch häufiger wahr. Auch bei Eingriffen an den Mandeln, bei Blinddarmoperationen, beim Bypass am Herzen, Prostataoperationen und der Entfernung von Gallenblasen haben Studien festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, in den Operationssaal geschoben zu werden, in manchen Kliniken deutlich erhöht ist. Möglicherweise, weil es Anreize dafür gibt. Es gibt Eingriffe, die durchaus so vergütet sind, dass man einen entsprechenden finanziellen Überschuss damit erarbeiten kann. Und das hat zwangsläufig auch dazu geführt, dass im deutschen Gesundheitswesen eine gewisse Konzentration erfolgte. Es gibt Klinikbereiche, in denen spezielle Anbieter sich darauf konzentriert haben, gerade die Leistungen durchzuführen, mit denen Überschüsse zu erwirtschaften sind. Auch finanzielle Aspekte könnten also dazu führen, dass in manchen Landkreisen sehr viele Einwohner operiert werden. Doch ob tatsächlich zu viel operiert wird,
können die Dresdner Forscher nicht sagen. Die Frage nach dem richtigen Maß an künstlichem Gelenkersatz ist die schwierigste in diesem gesamten Themenkomplex. Wir führen derzeit eine Untersuchung durch, ob es im internationalen Raum Empfehlungen zur Entscheidung gibt, wann man eine Operation durchführen soll. Die gibt es vereinzelt, aber sie sind leider nicht so konkret, dass wir davon tatsächliche Behandlungsempfehlungen ableiten können. Doch solange konkrete medizinische Kriterien für die Entscheidung fehlen, beeinflussen auch andere Faktoren, ob und wie oft eine Operation durchgeführt wird. Und die folgen nicht der medizinischen Notwendigkeit. Die Unterschiede von Region zu Region in Sachen Operationen sind wirklich gewaltig. Ich zeige Ihnen hier noch ein Beispiel. Da geht es um Kniespiegelungen und wenn man sich die statistisch mal anschaut, Stadt Brandenburg an der Havel 13,79 Eingriffe pro 100.000 Einwohner. Merken Sie sich diese Zahl, denn wenn man das mal vergleicht mit dem Kreis Warendorf, da sind es 511 oder noch extremer hier der Kreis Peine 894, dann merkt man, da gibt es gewaltige Unterschiede. Also je nachdem, wo ich in Deutschland lebe, ja, wird eine Kniespiegelung vorgenommen oder nicht. Nun, die Frage ist, muss das gut oder schlecht sein? Kniespiegelung, Arthroskopie, was passiert da eigentlich? Also es geht ja um Knorpelprobleme am Knie und die Operation verläuft so, es gibt einen kleinen Schnitt und dann mit einem Endoskop per Kamera blickt der Operateur in das Gelenk, spült es durch, schleift zum Teil den Knorpel ab und danach hofft man dann auf Besserung, also die Schmerzen sind weg und auch die Mobilität ist wiedergegeben. Aber die Frage ist, braucht es dafür wirklich eine Operation? Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es gab eine Studie 2002 im renommierten New England Journal of Medicine. Und da gab es ein wirklich gewagtes Experiment. Der amerikanische Orthopäde Bruce Mosley machte nämlich Folgendes. Hier sehen Sie drei Männchen, die stehen, das erste für 61 Patienten. Und bei diesen 61 Patienten, da wurde das Knie lediglich gespült. Bei 58 Patienten wurde neben der Spülung auch noch der Knorpel geglättet. Aber jetzt kommt die dritte Gruppe. Es gab 60 Patienten, da wurde gar nichts gemacht. Da wurde eine Operation vorgetäuscht. Also ganz konkret, zwei kleine Hautschnitte. Und der Arzt sagte, naja, wir haben operiert. Der Patient glaubt das, aber de facto hatte man nichts getan. Also hier kann man vergleichen, operiert in blau und nicht operiert. Und das hat man getan, indem man zwei Jahre später untersucht hat, wie ist es zum Beispiel mit dem Schmerzempfinden. Und schauen Sie sich diese Kurve an. Ich war, als ich das erste Mal sah, wirklich geplättet, denn es gibt keinen Unterschied, so gut wie keinen, zwischen operiert und nicht operiert. Und das gilt nicht nur für das Schmerzempfinden, es gilt auch für die Beweglichkeit. Also im Klartext, ein Patient, der nicht operiert wurde, der aber glaubt, er wäre operiert, der hat am Ende genauso einen Vorteil wie der andere. Und das ist ein großes Fragezeichen in Sachen Operationen. Sind die wirklich notwendig? Man muss sich klar machen, diese Studie stammt aus dem Jahr 2002. Aber trotzdem, es wird immer noch fleißig weitergemacht wie üblich. Es gibt auch noch andere Operationen. Und auch da kann man die Frage stellen. Ein Klassiker, Blinddarm. Ich weiß, bei mir ist er raus. Und wie war das früher? Der Blinddarm ist entzündet und der Arzt sagt, der muss raus. Muss er das wirklich? Eine Patientin kommt in die Notfallambulanz. Sie krümmt sich vor Schmerzen. Der Arzt tastet ihren Bauch ab. Ultraschall und Blutergebnisse bestätigen den Verdacht. Die Patientin hat eine Blinddarmentzündung im fortgeschrittenen Stadium und wird noch in derselben Nacht operiert. Eine solche OP kann Leben retten. Aber in bis zu 28% der Fälle wäre die Operation nicht nötig gewesen. Ein anderes Krankenhaus, eine andere Patientin, ähnliche Symptome. Auch Petra Bold kommt 2014 mit starken Schmerzen. Tastbefund und Ultraschall sprechen auch hier für eine Blinddarmentzündung. Zur Sicherheit macht Professor Isbicki noch ein CT.
Was wir zusätzlich zur Ultraschalluntersuchung sehen können, ist, ob eine Begleitreaktion des umliegenden Gewebes eingetreten ist. Und das Zweite, das ist von wesentlich größerer Bedeutung, ob es zu einem Durchbruch der Blinddarmentzündung gekommen ist, was ja potenziell lebensbedrohlich wäre. Das war bei Petra Boll zum Glück nicht der Fall. Die Entzündung beschränkt sich noch auf den Blinddarm. Trotzdem, für sie war die Diagnose ein Schock. Und irgendwie hatte ich nur Schiss. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich halt operiert werden muss, weil Blinddarm, habe ich gedacht, super, wird operiert. Fällt so eine Woche aus. Doch Professor Isbicki entscheidet sich gegen eine OP. Er will es erstmal mit Antibiotika probieren. Ein ungewöhnlicher Schritt für einen Chirurgen. Aber noch viel ungewöhnlicher vor 20 Jahren, als er das zum ersten Mal wagte. Sie rütteln ja an einem Dogma. Und ich weiß noch, dass ich damals, glaube ich, Oberarzt war und natürlich jeder erstmal baff war, als in der Frühbesprechung dieser Fall besprochen wurde und die Entscheidung von mir quasi kommuniziert wurde, dass ich mich dazu entschlossen hatte, diesen Fall konservativ zu behandeln. Aber dieser Fall ist gut gegangen. Auch Petra Bold ging es schon nach der ersten Infusion besser. Den Erfahrungen von Jakob Isbicki zufolge könnte immerhin jedem fünften Patienten eine OP erspart werden. Denn Antibiotika helfen nur, wenn die Entzündung noch nicht zu weit fortgeschritten ist. Das richtig einzuschätzen ist nicht leicht. Ich würde nie einen Patienten aufgrund des Ultraschallbefundes oder aufgrund eines Computertomographiebefundes oder aufgrund erhöhter Entzündungsparameter im Labor operieren. Sondern es ist der klinische Gesamteindruck des Patienten. Kommt der Patient schwerst krank in die Klinik, liegt mit angezogenen Beinen dort, hat schwerste Schmerzen, hat eine diffuse, was wir nennen Abwehrspannung, die also quasi darauf hindeutet, dass der oder die Patientin tatsächlich einen Bauchfelldurchbruch der Blinddarmentzündung hat, ist das nichts mehr für eine konservative Behandlung. Ist es eine milde Form, dann würden wir uns eher konservativ verhalten. Isbickis Vorgehensweise erfährt in letzter Zeit zunehmend wissenschaftliche Anerkennung. Denn auch Studien zeigen, selbst wenn sich der Zustand des Patienten innerhalb der ersten 48 Stunden mit Antibiotika nicht bessert, kann man immer noch operieren. Dadurch ergeben sich keine zusätzlichen Komplikationen. Trotzdem trauen sich bisher nur wenige Ärzte, auf eine OP zu verzichten, weiß der Präsident der Gastroenterologen, Professor Joachim Lawenz. Wir haben mehr und mehr wissenschaftliche Studien, die belegen, dass diese Strategie durchaus gangbar ist. Aber das ist immer so, wenn es in der Medizin einen Paradigmenwechsel gibt. Es kommt irgendetwas Neues, dann dauert das erfahrungsgemäß mindestens 5 Jahre, bis sich das in der Fläche breit durchgesetzt hat. Eine letzte Unsicherheit gäbe es jedoch noch, gibt Professor Lawenz zu bedenken. Das, was wir brauchen, sind langfristige Nachuntersuchungen. Es bringt ja einem Patienten relativ wenig, wie sage ich, verhindere jetzt die Operation, aber in 2 Jahren muss er dann seinen Blinddarm abgeben. Das heißt, die Rückfallquote nach einer erfolgreichen konservativen Behandlung, das ist noch nicht klar. Es gibt Beobachtungen bis zu 1 Jahr, aber darüber hinaus noch nicht. Und das werden wir für die Zukunft brauchen. Petra Bold hofft, dass sie keinen Rückfall mehr bekommen wird. Ich bin super froh. Jetzt sind 1,5 Jahre her und ich sitze hier und ich habe keine Blinddarmnarbe und es ist alles super bei mir. Vielleicht können ja in Zukunft ein paar mehr Menschen ohne Blinddarmnarbe alt werden. Das Beispiel zeigt, vieles liegt im Ermessen des Arztes. Eine Operation ist nicht immer zwingend notwendig. Das gilt nicht nur für den Blinddarm, das gilt zum Beispiel auch für Hüftoperationen. Auch da gibt es durchaus manchmal die Alternative, zum Beispiel Physiotherapie oder Schmerztherapie. Ähnlich sieht es auch zum Teil bei Herzoperationen aus. Denn es gibt noch einen anderen Aspekt und den vergessen wir oft in der Diskussion. Es geht ja nicht nur um den Menschen und um die Gesundheit. Es geht auch um die Ökonomie. Viele Krankenhäuser, die leiden, die verzeichnen Verluste. Es gibt einige, denen droht sogar der Konkurs. Und der Arzt muss eben nicht nur an den Patienten denken, sondern auch an die Klinik. Es gibt dazu eine Befragung der Uni Duisburg-Essen unter mehr als 2000 Chefärzten, Geschäftsführern und Pflegedirektoren. Und das Ergebnis dieser Untersuchung ist wirklich bemerkenswert. 39% der Chefärzte sagen,
dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Krankenhaus sich auf die Behandlung auswirken. Das bedeutet, der Chefarzt, ja, denkt nicht nur an den Patienten, sondern eben auch an den monetären Aspekt. Und das hat zum Teil mit Abrechnungssystemen zu tun. Seit 2004 gibt es das Fallpauschalensystem. Da wird alles, jede Leistung genau abgerechnet und Geld ist wichtig. Und das sieht man hier. Ganz konkret Blinddarmoperation, das bringt dem Krankenhaus über 6.000 Euro. Knie über 12.000 Euro. Herzoperation über 17.000 Euro. Das ist sozusagen die andere Seite, die an dem Arzt zurrt. Also der Patient auf der einen Seite, die Ökonomie auf der anderen Seite. Und im Alltag wirkt das manchmal absurd. Die Chirurgin Petra Ernst auf dem Weg in den OP. Drei Operationen stehen auf dem Plan. Zuerst soll eine Gallenblase entfernt werden. Etwa eine knappe Stunde wird Petra Ernst dafür am Operationstisch stehen. Sofort nach der OP muss die Oberärztin ihrer Behandlung die Codes zuweisen, nach denen die Krankenkasse die Leistung bezahlt. Also man verbringt eigentlich mehr Zeit zur Dokumentation als jetzt am Patienten selber. Ja, und das war früher nicht so. Also früher ging es ein bisschen mehr darum, wirklich am Patienten zu arbeiten und klar als Chirurg jetzt auf der Station den Patienten zu untersuchen, vorbereiten und die Operationen. Und mittlerweile die ganze Dokumentation am PC, das raubt Zeit. Auch Chefarzt Matthias Pirlich spürt den Druck. Er sieht noch ein anderes Problem. Es ist zweifellos so, dass die konservative Medizin, also wo ich wenig Prozeduren habe, wo ich nicht schneide, wo ich nicht interveniere, die ist in dem System nicht besonders gut abgebildet. Viele Leistungen, wie beispielsweise zeitaufwendige Diagnosen, werden schlechter vergütet, seit die Krankenhäuser nach Fallpauschalen bezahlt werden. Auch Patienten, die länger liegen, sind eine Belastung für das Krankenhaus, wie Petra Ernst weiß. Guten Morgen, Frau Schmidt. Behält sie Patienten zu lange auf der Station, bleibt die Klinik auf den Kosten sitzen. Können sie dann auch dann sozusagen in zwei Tagen am Donnerstag entlassen werden? Ne? Gut, okay. Wenn Sie jemanden haben, der mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus kommt und liegt dann im Bett, muss betreut werden und der Personalaufwand ist relativ groß, weil es ein älterer Mensch ist, die Pflegekräfte kommen, kümmern sich, der Arzt muss sich Gedanken machen über Nebenwirkungen und so weiter, dann wird das relativ schlecht abgebildet. Besser abgebildet und damit besser bezahlt sind aufwendige Operationen. Für manche dieser Eingriffe erhalten die Kliniken Höchstsätze von den Krankenkassen. Um rentabel zu sein, muss der gesamte Krankenhausalltag straff organisiert werden. Zum Beispiel dass eine bestimmte Schnittzeit, wo der erste Hautschnitt am ersten Patienten zu erfolgen hat, vorgegeben ist. Es wird alles kontrolliert, eine bessere Ausnutzung des Saals. Es soll alles optimiert werden, das heißt, man wird völlig kontrolliert. Und dem hetzt man manchmal sozusagen hinterher. Das war früher einfach nicht. Heute müssen Ärzte und Pfleger immer mehr Patienten in immer kürzerer Zeit behandeln. Anders können sich die meisten Kliniken nicht finanzieren. Sonst bleiben sie auf der Strecke. Manchmal ist es tatsächlich zu viel. Also letztendlich, dann fragt man sich wirklich, worauf es noch ankommt. Ja? Wenn man einen Patienten behandelt und ihn betreut ein paar Mal am Tag, weil es ihm vielleicht gerade schlechter geht, dahin geht, das ist dann nicht das Wichtige, hat man manchmal das Gefühl, sondern das Wichtige ist einfach nur, was jetzt im PC in der Kurve dokumentiert wurde. Es gibt unterschiedliche Angaben, aber es gibt Leute, die kalkulieren, dass bis zu einem Viertel aller Krankenhäuser insolvenzbedroht sind. Also Sie sehen schon, alle sind im Augenblick dabei, Luft anzuhalten und hoffen, dass es irgendwie besser wird und dass sie überleben. Aber es ist erkennbar, dass ein Teil der Krankenhäuser diesem wirtschaftlichen Druck nicht gewachsen sein wird. Täglich stehen Ärzte und Krankenhäuser im Konflikt zwischen Medizin und Ökonomie. Und diese Situation verlangt viel von ihnen.
Dieses zunehmend ökonomische Denken im Gesundheitsbereich zeigt sich noch in einem Aspekt. Wir haben ja gesehen, die kostenintensiven OPs, die sind lukrativ für eine Klinik. Aber was nach der OP? Dann heißt es, der Patient sollte möglichst schnell die Klinik verlassen. Denn je schneller das der Fall ist, umso günstiger für das Krankenhaus. Und auch das kann man mit einer Zahl verdeutlichen. 1991 verbrachte ein Patient im Schnitt 14 Tage in der Klinik. 2014 waren es nur noch 7,4 Tage, also fast eine Halbierung. Nun, in Deutschland wird nicht nur sehr viel, womöglich auch zu viel operiert, aber es werden auch sehr viele Medikamente verschrieben. Nehmen wir ein Beispiel, die sogenannten blutdrucksenkenden Präparate. Die sind wichtig, gerade im Zusammenhang mit dem Herzinfarkt. Und auch hier hat sich was getan, denn 1996 wurden 6 Milliarden Tagesdosen im Jahr solcher Präparate in Deutschland verschrieben. Und jetzt schauen Sie sich mal die Steigerung an in den Jahren danach. Es ist unglaublich, inzwischen sind es 15 Milliarden Tagesdosen pro Jahr. Das ist mehr als das Doppelte. Etwa 2,7 Milliarden Euro wurden 2013 dafür ausgegeben. Die machen etwa 10% der Gesamtausgaben für Medikamente aus. Wie kommt es zu dieser Steigerung? Liegt das an den Menschen oder gibt es da noch einen anderen Grund? Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland die häufigste Todesursache. Schlaganfall oder Herzinfarkt – ein Schreckgespenst. Und der wichtigste Risikofaktor ist Bluthochdruck. Er macht zunächst keine Beschwerden und wird deshalb meist zufällig bei einer Routinemessung entdeckt. Und doch ist er gefährlich. Das haben Studien aufgedeckt, erstmals 1969. Die jahrelange Beobachtung tausender Menschen zeigte, je höher der Blutdruck, desto größer das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seitdem sind sich Experten einig, zu hoher Blutdruck sollte gesenkt werden. Umstritten ist nur, wo genau ist die Grenze? 1982 entschieden die Fachärzte, dass Blutdruck behandelt werden muss, wenn der obere Wert 160 überschreitet. 13,5% der Bevölkerung sind danach Bluthochdruckpatienten. Ihr Risiko ist deutlich erhöht. Aber die Studien zeigen auch, Menschen mit niedrigeren Werten sind auch schon gefährdet. In den 90er Jahren wird die Grenze deshalb auf 140 herabgesetzt. Nun haben 35,5% die Diagnose Bluthochdruck. Meist werden dagegen Medikamente verschrieben. Das Problem ist, dass man eigentlich alle Menschen mit Bluthochdruck in einen Topf geschmissen hat und lange Zeit nicht versucht hat zu schauen, gibt es Menschen, die vielleicht mehr profitieren von der Therapie und Menschen, wo es nicht ganz so sicher ist. Zum Beispiel alte Menschen. Im Alter kann es zu Problemen führen, wenn der Blutdruck zu stark abgesenkt wird. Außerdem haben alte Menschen oft mehrere Erkrankungen und schlucken bereits viel Medizin. Häufig auch zu viel. Eine weitere Gruppe, bei der der Nutzen von Blutdrucksenkern zweifelhaft ist, sind Menschen mit mildem Bluthochdruck zwischen 140 und 160. Immerhin 22% der Bevölkerung. Etwa die Hälfte von ihnen nimmt Medikamente ein. Eine Studie zeigt aber 2012, für Menschen mit mildem Bluthochdruck ohne Herzerkrankungen lässt sich kein Nutzen durch Blutdruckmedikamente nachweisen. Fazit: Menschen müssen unterschiedlich behandelt werden, je nach Alter und Gesundheitszustand. Das berücksichtigen 2013 die neuen Leitlinien zur Behandlung von Bluthochdruck. Nicht mehr der gemessene Wert, sondern der ganze Patient soll im Fokus stehen. Wir müssen jetzt nicht automatisch, sobald der obere Wert über 140 mm Hg ist oder der untere Wert über 89 oder 90 mm Hg ist, direkt alle mit Medikamenten behandeln. In vielen Fällen hilft schon mehr Bewegung und gesunde Ernährung. Nur wenn das nicht ausreicht, müssen Medikamente eingesetzt werden. Aber es gibt so Erfahrungswerte, wenn Dinge in Leitlinien stehen, bis die dann in der Praxis landen, das kann zwischen 3 und 7 Jahren dauern. Auch wenn die Leitlinien angepasst wurden, in der Praxis läuft es leider oft immer noch anders.
Bei der Behandlung des Bluthochdrucks geht es ja darum, das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall zu senken. Aber was genau verändert sich durch die Medikamente? Wir machen mal einen Test. Sie sehen hier 100 Menschen, die stehen für 160-Jährige mit einem oberen Blutdruckwert von 142. Und jetzt stellen wir uns vor, die werden nicht behandelt und nach 10 Jahren schauen wir nach, dann wird man statistisch feststellen, dass 11 Personen einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekommen haben. Wenn diese Menschen aber behandelt würden, dann reduziert sich das Ganze. Also Sie sehen hier 2, die leuchten grün. Also denen kann man tatsächlich helfen. Immerhin. Was man aber dabei bedenken muss, ist, den Rest in gewisser Weise gefährdet man auch, denn diese Medikamente haben Nebenwirkungen. Zum Beispiel wird einem leicht schwindelig. Und gerade bei älteren Menschen ist es ja gefährlich, wenn die zum Beispiel stürzen. Also das ist ein Beispiel, wo man sehen kann, da sollte man vorsichtig sein. Natürlich, man muss sich den Patienten immer anschauen. Das wird gerade bei dem Medikament sehr schön deutlich, denn wenn wir 60-Jährige haben, die zusätzlich zum Beispiel erhöhte Cholesterinwerte haben, auch noch rauchen, dann liegt das Risiko ohne Behandlung hoch. Also nach 10 Jahren haben, Sie sehen es hier in Rot, 33 Menschen einen Herzinfarkt bzw. einen Schlaganfall bekommen. Und wenn die behandelt werden, dann sieht man, hier profitieren 7 Menschen. Also hier ist der Effekt sehr viel größer. Es ist also ein ständiges Abwägen. Soll man ein Medikament verschreiben? Ja oder nein? Wie steht es mit den Nebenwirkungen? Alles das ist in dem Zusammenhang wichtig. Nun, wir reden über Medikamente und können uns kaum vorstellen, es gab auch Zeiten, da gab es noch keine Medikamente. Und das waren Zeiten, in denen tödliche Krankheiten wie Cholera, Pest, Typhus, Tuberkulose tatsächlich einen Schrecken auslösten. Viele, viele Menschen starben daran. Und dann kam der Siegeszug der Antibiotika. Antibiotika gehören zu dem Wertvollsten, was wir heute immer noch in der modernen Medizin haben. Aber wir sind gerade dabei, diese Wunderwaffe aufs Spiel zu setzen. Denn Antibiotika werden viel zu oft verschrieben. Stefan ist schwer erkältet. Weil er schnell wieder fit werden will, nimmt er Antibiotika. Die hat ihm sein Hausarzt verschrieben. Diese Patientin stirbt im Krankenhaus, weil sie sich mit multiresistenten Bakterien infiziert hat, gegen die Antibiotika nicht mehr helfen. Zwischen beiden Szenen besteht ein Zusammenhang. Je mehr Antibiotika geschluckt werden, desto mehr Bakterien werden gegen sie unempfindlich. Und umso mehr Menschen tragen dadurch Keime in sich, gegen die Antibiotika nicht mehr helfen. Eine tödliche Bedrohung. Jährlich sterben in deutschen Krankenhäusern geschätzt etwa 10.000 bis 15.000 Menschen an Krankenhausinfektionen, oft durch solche multiresistenten Keime. Deshalb sollen Antibiotika nur in wirklich notwendigen Fällen angewendet werden. Bei Stefan sind sie wirkungslos. Denn Atemwegsinfekte werden meist nicht durch Bakterien, sondern in 90% der Fälle durch Viren verursacht. Und gegen die können Antibiotika nichts ausrichten. Stefan ist also etwas Falsches verschrieben worden. Insgesamt sind derzeit 30% der Antibiotika-Verschreibungen bei Erkältungen fragwürdig. In der Arztpraxis läuft also etwas schief. Aber was? Der Infektionsexperte Dr. Tim Eckmanns hat mit Kollegen zahlreiche Studien analysiert. Das Problem entsteht in der Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Der Patient weiß möglicherweise sogar, dass Antibiotika zu Resistenzen führen, aber trotzdem möchte er, dass ihm geholfen wird. Also möchte er, dass er irgendwas vom Arzt bekommt. Und mit dieser Erwartung geht er dahin. Fehler Nummer 1 sind daher falsche Erwartungen von Patienten. 90% der Patienten geben in Umfragen an, dass sie das Problem der Antibiotikaresistenzen kennen. Trotzdem erwarten 75% bei hartnäckigen Erkältungen mit Antibiotika behandelt zu werden. So wie Stefan. Oh, mich hat's schwer erwischt. Boah. Und Montag habe ich Prüfung. Ich brauche jetzt schnell ein gutes Antibiotikum. Und er hat gute Chancen, es zu bekommen. Denn Fehler Nummer 2. Ärzte lassen sich zu sehr von Patientenwünschen beeinflussen. Besonders, wenn sie fürchten, sie könnten ihre Patienten verlieren. Naja, wenn Sie so unter Druck sind, da sollte ich Ihnen sicherheitshalber vielleicht ein Antibiotikum verschreiben.
Ärzte beschreiben, dass sie diese Erfahrung gemacht haben, dass Patienten gewechselt sind zu einem anderen Arzt, wenn er kein Antibiotikum verschrieben hat, sodass er beim nächsten Mal hingeht und eher das Antibiotikum verschreibt, wenn er den Eindruck hat, der Patient verlangt danach. Auch wenn Patienten besonders stark über Symptome klagen, bekommen sie eher Antibiotika. Ich fühle mich wirklich total schlapp. Ich habe seit heute Morgen dazu noch einen fiesen Husten. Dabei sind heftiger Husten oder ein roter Hals allein kein Beleg für eine bakterielle Infektion. Doch oft haben die Ärzte gar keine weiteren Anhaltspunkte. Wegen Fehler Nummer 3: zu wenig Zeit für Diagnose und Beratung. Bei Stefans Arzt ist das Wartezimmer ziemlich voll. Auch das erhöht die Chancen auf Antibiotika. Wenn man weniger Zeit für den einzelnen Patienten hat, kann man sich nicht so lange beschäftigen, man kann nicht so gut untersuchen, man kann ihn nicht so gut befragen und dann wird man schneller zu einem Antibiotikum greifen, weil das ist die schnellste Behandlungsmöglichkeit, einem Patienten Antibiotikum verschreiben und er verlässt die Praxis wieder. Daraus folgt, Arzt und Patient müssen sich etwas mehr Zeit nehmen. Der Arzt könnte zum Beispiel mit einem Bluttest überprüfen, ob Bakterien beteiligt sind. Oder er könnte diesen Rat geben. Wir sollten erst mal abwarten, ob sich die Symptome bei Ihnen nicht von selbst wieder bessern. Denn bei einem Atemwegsinfekt, egal ob durch Viren oder Bakterien, kann man durchaus zunächst auf die körpereigene Immunabwehr vertrauen. Doch Stefans Arzt entscheidet sich anders. Hier, Ihr Rezept. Denn er vermutet, Stefan will nur schnell pillen. Das Problem Nummer 4. Zu viel Angst vor ungeduldigen Patienten. Studien zeigen, die große Mehrheit der Erkältungspatienten nimmt ihrem Arzt überhaupt nicht übel, wenn er von Antibiotika abrät und das verständlich erläutert. Der Arzt muss im Grunde aber auch das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, ja, an Antibiotika habe ich gedacht, aber ich glaube, das ist hier bei Ihnen noch nicht notwendig. Ich denke, dass wir das in den Griff bekommen, ohne dass Antibiotika gegeben werden müssen. Die Lösung ist also, einfach mehr über Antibiotika reden. Gute Besserung. Danke, auf Wiedersehen. Reden Sie also mit Ihrem Arzt. Und das ist wirklich wichtig, denn gerade beim Einsatz von Antibiotika müssen wir sorgsam umgehen. Denn was man einfach sieht, ist, wenn man sich mal die vielen verschiedenen Präparate anschaut, die Resistenzen bilden sich, und zwar erstaunlich schnell. Das erkennt man immer hier an der Länge des blauen Balkens. Und es werden zwar immer wieder neue Präparate entwickelt, aber die Balken, die sind sehr kurz, also nach kürzester Zeit Resistenzen. Und irgendwann steht man bei vielen Krankheiten da und sagt, okay, wir können nichts mehr machen. Und das ist heute schon eine beängstigende Situation, denn im letzten Jahr starben nach Schätzungen etwa 10.000 bis 15.000 Menschen an Krankheitserregern. Und das waren Krankheitserreger, bei denen auch Antibiotika nicht mehr halfen. Also diese Wunderwaffe der Medizin wird stumpf, wenn wir nichts tun. Nun, in der Sendung haben wir gesehen, zu viele Medikamente, zu viele Operationen. Und als Laie steht man nun da und sagt, na ja, was kann ich tun? Soll ich mich therapieren lassen? Was ist sozusagen meine Option? Wir zeigen Ihnen jetzt ein kleines Stück Service. Eine Art Weg durch das Labyrinth der medizinischen Möglichkeiten. Die ersten Schritte zu einer sinnvollen Behandlung sind einfach. Und beginnen bei Ihnen zu Hause. Schreiben Sie auf, was Sie Ihren Arzt fragen möchten und was Sie von ihm erwarten. Und sprechen Sie mit einem Vertrauten über Ihre Bedenken und Sorgen. Das gibt Ihnen Sicherheit für den Arztbesuch. Das machen Sie sowieso schon? Gut, dann kommen wir zur Stufe 2, dem Gespräch mit Ihrem Arzt. Nehmen Sie einen vertrauten Menschen mit. Das hilft, wenn der Arzt Ihnen eine Operation oder eine andere tiefgreifende Therapie vorschlägt. Aber wichtiger noch, nehmen Sie das Gespräch mit dem Arzt als das, was es ist. Ein Beratungsgespräch. Sie können es jederzeit unterbrechen, um das Gesagte erst einmal zu verdauen und neu zu überdenken. Schwieriger wird es mit Stufe 3, der Frage nach den Vor- und den Nachteilen einer bestimmten Behandlung.
und der Frage nach möglichen Alternativen, die zu einem ähnlichen, vielleicht sogar besseren Ergebnis führen. Eine Frage bringt Ihren Arzt dabei bestimmt ins Grübeln. Würde er die Behandlung, die er Ihnen vorschlägt, auch seinen Kindern oder engen Verwandten empfehlen? Wirklich? Sie sind immer noch unsicher? Auch da gibt es Möglichkeiten. Stufe 4, die Zweitmeinung. Bitten Sie einen zweiten Arzt um seine Meinung. Gerade bei größeren Operationen ist das hilfreich. Entweder der zweite Arzt ist anderer Meinung und rät zu einer anderen Therapie. Oder er bestätigt die erste Empfehlung und Sie fühlen sich sicherer. Einen Zweitmeinungsarzt finden Sie über Ihre Krankenkasse, eine Servicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung oder spezielle Zentren, je nachdem, um was für eine Operation es sich handelt. Station 5 auf dem Weg zu einer sinnvollen Therapie ist die entscheidende. Schreiben Sie auf, was für und was gegen eine bestimmte Behandlung oder Operation bei Ihnen spricht. Und wenn Sie Ihre persönliche Liste fertiggestellt haben, entscheiden Sie in Ruhe, was das Richtige für Sie ist, damit Sie Ihre Entscheidung später nicht bereuen. So viel zu diesem komplexen Labyrinth mit den verschiedenen Optionen. Wenn Sie Lust haben, können Sie uns im Internet anklicken und das Ganze nachlesen. In dieser Sendung ist die Rede von vielen, vielleicht zu vielen Medikamenten, vielen, wenn nicht sogar zu vielen Operationen. Und es geht dabei immer darum, dass auf jeden Fall irgendetwas gemacht wird. Aber jetzt stellen Sie sich den Fall vor, Sie haben einen Patienten, der ist sterbenskrank und der wird kurz vor seinem Tod immer noch behandelt, zum Beispiel mit Chemotherapie. Da kann man sich doch mal fragen, wäre Verzicht nicht vielleicht die bessere Option? Ist es da nicht so, dass weniger mehr ist? Also ich glaube, das hört man schon, wenn man auf die Intensivstation kommt. Erstmal ist doch deutlich mehr medizinisches Geräusch oder man kann sogar sagen medizinischer Lärm. Christoph Ostgarter hat lange auf so einer Intensivstation gearbeitet. Hier geht es um Lebensverlängerung mit allen Mitteln. Es ist aber selten angelegt, sagen wir mal, zur Ruhe und zum Frieden zu kommen, was manchmal diese Patienten natürlich auch brauchen. Heute leitet er die Palliativstation der Uniklinik Erlangen. Hier herrscht eine andere Philosophie. Die Stationen, auf denen wir arbeiten, versuchen eher eine wohnliche, häusliche, angenehme, ruhige Atmosphäre zu generieren. Die Mitarbeiter signalisieren, dass sie Zeit haben. Es herrscht insgesamt eine doch deutlich ruhigere Atmosphäre. Christoph Ostgarte und seine Mitarbeiter behandeln schwerkranke Menschen, deren Lebensende absehbar ist. Ich habe die Intensivmedizin auch sehr gerne gemacht. Und es hat natürlich seinen Reiz, auch das technisch Machbare auszureizen. Aber es hatte auch in der Zeit, gerade in dem Wechsel, wo ich beides gemacht hatte, nicht selten schizophrene Situationen, wo ich manchmal Patienten in einer ähnlichen Situation auf der Intensivstation und auf der Palliativstation behandelt habe. Und auf der einen Stelle war Lebenserhalt um jeden Preis und auf der anderen Seite war Lebensqualität um jeden Preis. Und das eine war eher dann technisch orientiert und das andere war Zeit, Gespräch, Symptomkontrolle, Unterstützung der Familie, gemeinschaftliche Reflexion im Team. Was hier geschieht, nennt Christoph Ostgarte fürsorgliches Unterlassen. Es ist nicht der Kampf bis zum Schluss. Wir wissen, dass immer noch ein gewisser Anteil von Patienten tatsächlich Chemotherapie am Lebensende bekommen. Das ist manchmal auch auf Druck oder auf Wunsch der Patienten und Angehörigen, aber auch eben nicht selten aus dem Wunsch der Ärzte, den Patienten was anzubieten. Was wir versuchen, unseren Kollegen nahezubringen, dass auch der Verzicht auf eine tumorgerichtete Therapie beispielsweise am Lebensende ja nicht bedeutet, dass die Behandlung am Ende ist. Das Ziel der Behandlung ändert sich nur und unser Ziel ist, für die verbleibende Lebenszeit möglichst viel Lebensqualität, Wohlbefinden zu erreichen. Viele seiner Patienten haben gar nicht den Wunsch, den Tod mit allen Mitteln hinauszuzögern, wenn ihre Zeit knapp wird.
Ich glaube, ein entscheidender Punkt ist, dass wir unsere Patienten ehrlich über erreichbare Ziele aufklären. Weil wir wissen genau, wenn wir einen gut aufgeklärten, wissenden Patienten haben, dann entscheiden sich Patienten in solchen kritischen Situationen, wo wir so an dieser Schnittstelle sind zwischen Vorteil und Nachteil, oft für weniger intensive Therapiemaßnahmen. Im Vordergrund stehen dann die Linderung der Schmerzen und die Besänftigung der Todesangst. Was wir auch wissen, ist, dass ein fürsorgliches Unterlassen, ein Verzicht auf aggressive Therapien, dann, wenn sie nicht mehr sinnvoll sind, auch einen Vorteil für die Überlebenszeit sogar haben kann. Es scheint paradox. Eine wissenschaftliche Studie zeigte, dass Lungenkrebspatienten im Durchschnitt länger lebten, wenn sie gegen Ende keine Chemotherapie mehr bekamen. Aber sie wurden frühzeitig palliativmedizinisch versorgt. Wenn man die beiden Gruppen miteinander vergleicht, sieht man, dass wenn frühzeitig Palliativmedizin eingebunden sind, dass diese Patienten im Median 2,5 Monate länger überleben. Das Ergebnis stammt aus Boston, USA. Es wurde in weiteren Studien bestätigt und widerspricht den Versprechungen der traditionellen Methoden. Möglicherweise schaden die aggressiven intensiven Therapien in den letzten Lebenswochen so sehr, dass sie die Lebenszeit sogar verkürzen. Möglicherweise hat aber auch einfach das sich wohler fühlen, weniger Schmerz haben, weniger Luftnot haben, einen positiven Effekt im Sinne einer Stärkung auch der Lebenskraft und des Lebenswillens. Was ist wirklich wichtig? Es ist nicht immer das, was machbar ist, denn es geht um den Wunsch des Patienten. In vielen Umfragen zeigt sich, die Menschen wünschen sich, keine Schmerzen zu haben, Kontakt zu ihren Liebsten zu haben und ihrem Leben auch in dieser Phase immer noch einen Sinn zu geben. Und in dem Punkt versagt unsere hochtechnisierte Medizin. Wir sollten umdenken. Das war's für heute und wie immer, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Tschüss. Wenn ihr dieses Video interessant fandet, dann verspreche ich euch, gibt es noch viel mehr interessante Videos auf diesem Kanal. Deswegen kann ich nur eins empfehlen, hier oben abonnieren, beziehungsweise ich kann noch was empfehlen, nämlich diese beiden Videos. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Schreibt in die Kommentare, welche Themen ihr gerne hören würdet. Bis bald.